Mal wieder Legendenstatus in der Martin-Wacker-Show. Ich freue mich, dass einer bei mir ist. Der hat Kabarett gespielt, er hat wunderbare Schlagertitel gesungen. Er ist vor allem jemand, der in Karlsruhe gerade auf der Bühne steht, beim Thema Aufguss. Ich freue mich auf Hugo Egon Balder. Martin Wacker Show. Ich freue mich sehr, dass heute eine absolute Legende bei mir zu Gast ist. Hugo Egon Balder. Man kennt ihn natürlich national, aber er ist in Karlsruhe im Moment zu Hause und zwar im Kammertheater. Da macht er jeden Abend einen Aufguss. Hugo, schön, dass es geklappt hat. Hallo. Ich freue mich auch. Hallo. Bevor ich über den Aufguss spreche und über das Kammertheater, möchte ich eine Erinnerung teilen, die mir erst bewusst geworden ist, als ich gelesen habe, was du alles schon gemacht hast. Ich habe als DJ gern Birth Control aufgelegt. Gamma Ray. Du warst mal Schlagzeuger bei Birth Control. Ja, bei Gamma Ray war ich aber nicht mehr dabei. Also ich sage ja immer, die hatten erst Erfolg, als ich ausgestiegen bin. Nein, ich habe die 1966 habe ich die mit unserem Bassisten Bernd gegründet, nachdem wir 14 Tage in London verbracht haben, in den schönen 60s, in den herrlichen Zeiten. Und dann haben wir Birth Control gegründet. Und da war ich dann dabei und Ende 68 bin ich dann raus. Aber als Schlagzeuger angefangen, ja. Hast du mit Udo Lindenberg gemeinsam, der doch als Schlagzeuger Ja, ich komme an sich vom Piano. Also ich habe Piano gelernt mit 4 Jahren und bin dann irgendwann auf Schlagzeug umgestiegen und habe dann getrommelt. Und Musik war doch auch so eine erste Leidenschaft von dir. Immer noch. Auch wunderbare alte YouTube-Aufnahmen von Schlagertiteln, die großartig sind. Wäre Musiker der eigentliche Weg gewesen? Das weiß ich nicht. Also als ich 12 Jahre alt war, wollte ich Dirigent werden und dann kamen ja leider die Beatles und Stones dazwischen und dann hat sich das erledigt. Also ich bin ganz froh, dass ich da in eine andere Richtung gegangen bin. Aber Musik ist immer noch meine große Leidenschaft und das mache ich auch heute noch. Die Älteren unter uns, wie ich, werden sich an Erna kommt und so weiter erinnern. Ja. Erinnerst du dich auch gerne dran? Ja, das war lustig. Das war ein Titel von Wolfgang Lippert aus der DDR. Und den haben wir dann nochmal aufgenommen. Jack White hat das Ganze produziert. Das war lustig. Ich habe auch viel verkauft. Meine Stereoanlage, mein Auto. Nee, aber hat Spaß gemacht. Ich war ja nie, bei mir war es ja so, ich habe ja viele Platten gemacht früher. Ja. Ich war ja nie auf die Einnahmen der Musikindustrie angewiesen, weil ich immer nebenbei meinen Job hatte. Entweder war ich im Theater oder ich war bei Radio Luxemburg. Also das war alles Hobby. Beim Theater, bei Radio Luxemburg und vor allem wollen wir Hugo Egon Balder auch persönlich kennenlernen. 10 Fragen in 60 Sekunden. Hugo, bitte kurze Antworten, dein Sternzeichen. Widder. Verliebt, verlobt oder verheiratet? Verheiratet. Deine Lieblingsfarbe? Schwarz. Gibt es ein Haustier? Momentan nicht, nein. Aber ihr hättet gerne eins? Hund. Mhm. Welches Poster hing bei Hugo Egon Balder im Jugendzimmer? Da bin ich Rex Gildo. Tatsächlich? Ja, ich weiß auch nicht warum. War das auch das erste Vorbild? Nein, aber der hatte so eine schöne Halskette. Rex Gildo wegen der Halskette, das merke ich mir. Da war ich irgendwie 11 oder so. Die erste selbstgekaufte Schallplatte, was war das? Ja, die war von Beatles, I'll Get You, das war die B-Seite, die A-Seite weiß ich nicht mehr. Aber es gefällt mir besser als Rex Gildo, sehr gut. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? War es ein Drehbuch? Drehbuch, ja, für die Märchen von Sat.1. Mhm. Gibt es ein Lieblingsurlaubsziel? Sonne, egal. Egal wo. Hauptsache warm. Und Hausmannskost oder Gourmet-Tempel? Wo bist du? Hausmannskost. Und was darf sein bei dir? Was ist wirklich Hausmannskost? Am besten ein Gulasch mit Nudeln. Derzeit auf der Bühne im Karlsruher Kammertheater. Man kennt ihn vor allem als TV-Legende. Und was ich ganz wichtig finde, man kannte dich auch lange als Kabarettist. Viele wissen das nicht. Kabarettbühne, Komödchen, Lore Lorenz und ein Kabarettpartner war Harald Schmidt. Ja. Wie war denn der Kabarettpartner Harald Schmidt? Lustig. Wir hatten viel Spaß. Wir waren 2 Jahre da, es war Ende der 80er Jahre. Und da habe ich dann Harald kennengelernt. Und er hat sich nicht verändert, bis heute nicht. Viele machen einen Unterschied zwischen Kabarett und Comedy. Hatte kürzlich Jochen Busse auch hier, der sagte, muss man keinen Unterschied machen. Wir haben den dummen August gehabt und den Weißklauen und das hieß dann auch nicht Kabarett und Comedy. Wie siehst du diese Unterscheidung? Naja, ich sehe es genauso, fast genauso. Das Kabarett hat natürlich immer irgendwas Politisches, wobei es auch viele Comedien gibt, die auch politisch sind. Dieter Nuhr zum Beispiel, Sträter teilweise und einige noch. Und da gibt es auch Comedians, die einfach nur Quatsch machen. Also da muss man schon ein bisschen unterscheiden. Aber das hat sich, glaube ich, mittlerweile alles ein bisschen zusammengewürfelt. Es gab ja damals den Ausdruck Comedians noch gar nicht. Das waren ja Humoristen. Wer hat dich, Hugo, inspiriert zu deiner Zeit, als du begonnen hast, auf die Bühne zu gehen, als
Comedian, als Kabarettist. Monty Python wurde frisch importiert von Biolek. War das so eine Richtung, die dich... Ja, natürlich, Monty Python ist klar. Das ist klar. Aber ich hatte viele, viele Menschen in meiner Jugend, die mich inspiriert haben. Von Peter Frankenfeld angefangen, über Heinz Erhardt, natürlich einer der größten, die ich bis jetzt kennengelernt habe oder auch nicht kennengelernt habe, leider. Mhm. Aber zumindest gesehen habe. Und Loyaux natürlich. Das waren alles so Leute, die mich wahnsinnig inspiriert haben. Und mein Vater, der mich inspiriert hat, der viele Menschen kannte noch aus dieser Zeit. Werner Fink zum Beispiel. Ich habe schon mit 10 Jahren habe ich mir die Lach und Schieß angeguckt und ich war immer so ein bisschen inspiriert, in diese Richtung zu gehen, und geholfen hat mir dann im Schiller Theater mein sogenannter Ziehvater Stefan Wigger, mit dem ich dann, oder er mit mir, ein Zwei-Personen-Programm gemacht hat. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal erfahren, wie es ist, wenn es Licht angeht und 200 Leute unten nicht mehr können vor Lachen. Und da habe ich gedacht, das mache ich. Derzeit in Karlsruhe ein großes Glück fürs Kammertheater. Man könnte auch sagen, du hast so viel erreicht im Leben. Warum tust du dir noch mal Live-Theater an? Ich habe immer gesagt, wenn ich mal so alt bin, dass Fernsehen sich fast nicht mehr lohnt, spiele ich wieder Theater. Ich mache sie jetzt auch schon eine ganze Weile, seit über 10 Jahren. Und Theater ist einfach was anderes. Also Fernsehen ist schön und gut, macht auch Spaß. Aber Theater ist Theater und Theater ist live und Theater ist jeden Abend und Theater ist jeden Abend neu, weil jeden Abend neue Zuschauer drin sitzen. Und das macht einen Heidenspaß. Und du hast es vorhin angesprochen, zum ersten Mal erlebt 200 Leute, Lachen, Begeisterung ist da. Ist es auch eine kleine Droge, Live-Publikum, das Leben lang? Viele haben da ja aufgehört damit und machen diese kleinen Geschichten nicht mehr, aber du brauchst es. Naja, ich brauche es nicht unbedingt, aber solange ich es noch kann und solange ich noch gefragt bin, das zu machen, werde ich das tun, weil es mir einfach eine Riesenfreude macht. Es ist einfach schön, jeden Abend auf der Bühne zu stehen und Leute zu sehen, die sich unten am amüsieren, gerade jetzt in dem Stück, das wir ja zum zweiten Mal in Karlsruhe spielen. Es ist ein Gebrülle und es ist herrlich. Also das Karlsruhe Publikum ist für dich okay, du kommst absolut, gut zurück? Absolut, absolut, wunderbar. Verstehe ich auch was, wenn die Leute so Dialekt schwätzen? Neu. Ist da rum? Was? Ist da rum? Da geht nichts mehr. Da geht nichts mehr, nein. Kleine Tradition, Fragen aus der Redaktion, für die kann ich nichts, Hugo. Du darfst sie auch selbst ziehen. Ach so. Ich lese dir vor. Dann ziehe ich mir eine. Und nur eine Antwort ist möglich. Ach, du liebe Bitte. Erste Frage an dich. Ja. Würdest du eher im Lotto gewinnen oder deine Lebenszeit verdoppeln wollen? Lieber meine Lebenszeit verdoppeln. Lottogewinn war schon, oder? Nee, Lottogewinn war noch nie. Ich habe kein Glück. Ich habe noch nie was gewonnen und ich werde auch nie was gewinnen. Lebenszeit verdoppeln, finde ich richtig. Würde ich genauso machen. Deine nächste. Zweite Entscheidung. Zwei haben wir immer dabei. Hugo. Lieber in einen Seeigel treten oder in ein Stachelschwein. Was soll das? Weder noch. Also entweder an beide oder gar keine. Also ich glaube, der Seeigel wäre besser. Du hast vorhin gesagt Sonne. Ja. Da ist der Seeigel, glaube ich, näher als das näher dran, ja. Stachelschweine. Seeigel ist auch kleiner, Stachelschweine sind größer. Da tritt man ja nicht rein, da fällt man ja rein. Also, lassen wir es dabei. Und entweder oder, ich habe vorhin schon mal die Frage gestellt, Bühne oder Fernsehen. Was bei der Bühne, glaube ich, auch interessant ist, du hast gesagt, das Publikum ist jeden Abend ein anderes. Ne? Das fasziniert schon. Gibt es so Bühnenerfahrungen, wo du sagst, willst du nicht darauf verzichten in den letzten 20 Jahren? Hat jemand reingerufen, hat dich von der Bühne transportiert? Da gibt es so viele Sachen. Also gerade jetzt in dem Stück, was wir jetzt gerade in Karlsruhe spielen, Aufguss, da sind auch in früheren Zeiten, wir haben es jetzt seit 5 Jahren nicht mehr gespielt. Wir haben es dann vorher fast 1000 Mal gespielt. Und jetzt haben wir es wieder aufgenommen, weil Karlsruhe gesagt hat, komm, spielt das doch mal bei uns. Und jetzt sind wir wieder ausverkauft. Schön. Aber Aufguss ist ein Stück, da konnten wir teilweise selber nicht mehr. Okay. Also wir mussten selber abbrechen vor Lachen oben. Und dann, sowas vergisst man nicht. Und das finden die Leute dann auch schön, die unten sitzen. Ne? Also lieber Bühne als TV, das haben wir jetzt schon erfahren. Ja, nicht lieber, aber also TV macht auch Spaß, ja. Aber ist halt nicht live. Nicht? Ja. Du hast das Stück erwähnt, Aufguss, aber es ist nicht die einzige Rolle, die du in Karlsruhe gespielt hast. Komplexe Väter hat hier auch stattgefunden. Komplexe Väter habe ich gespielt, Sehr lieb zu meiner Frau habe ich gespielt. War also schon mit dem dritten Stück in Karlsruhe. Und ich will noch mal aufs Karlsruher Publikum eingehen. Du hast gesagt, die brüllen, die sind begeistert. Gibt es denn in Deutschland zwischen Bayern und Hamburg unterschiedliche Menschen im Publikum? Sind Bayern etwas behäbiger, die Bader noch direkter und der Hamburger, na, ich lach mal nicht direkt. Oder stellst du Unterschiede fest im Humorverständnis? Also Unterschiede gibt es im Humor. Nicht so viele. Die Leute lachen alle gerne. Wo es Unterschiede gibt, sind Reaktionen auf einzelne Sachen. Also wenn man zum Beispiel in Stuttgart spielt oder überhaupt in Baden-Württemberg spielt und man macht einen Gag über Geld, sind die Lacher größer als in Köln. Okay. Also das merken wir schon, dass da regional Unterschiede gibt. Ansonsten lachen die Leute überall gleich gut und gleich gerne.
Ich habe es vorhin schon mal mit dem Dialekt angesprochen. Es gibt ja dann, Kammertheater ist ein schönes, enges, kleines Theater. Wenn du angesprochen wirst, stehst du manchmal ratlos davor, was die Menschen von dir wollen? Ja, tue ich. Gibt es ein Wort, das du kannst? Ja, na klar, da gibt es mehrere. Jetzetle, Sodele, was weiß ich, also, Weischt. Die sagen, ihr sprecht ja alles mit SCH. Es gibt ja kein, bei euch gibt es ja kein S. Das ist ja weg. Das S ist ja weg. Weischt, Hascht. Ja, das habe ich mir schon. Ich meine, aber ich habe 30 Jahre in Köln gewohnt. Auch da habe ich nichts verstanden. Also ist egal. Ich komme aus Berlin, dann verstehe ich. Und so. Jetzt wohne ich in Hamburg. Und wenn die platt reden, verstehe ich auch nichts. Aber ist halt so. Bleiben wir beim Thema Sprache. Hugo, du hast Kabarett gemacht mit Harald Schmidt, wahrscheinlich sehr sprachbetont. Du hast auch Dinge gemacht in Richtung Comedy, wo es auch sehr über den körperlichen Witz geht. Was liegt dir persönlich näher? Ja, der körperliche Witz liegt mir nicht mehr so sehr, weil ich auch schon ein bisschen älter bin und mir dann irgendwann die Knochen wehtun. Also wenn ich irgendwo eingeladen werde in irgendeine Fernsehsendung, frage ich vorher, muss ich irgendwas Physisches machen? Und wenn die sagen, ja, bin ich schon mal weg. So, nein, ich bin mehr so vom Wort. Ich bin ja ein alter Heinz-Erhardt-Freund und ich liebe Karlauer. Ich finde die einfach schön, obwohl die immer alle sagen, die seien so platt. Aber ich finde es großartig. Es fehlt uns sowieso, die Albernheit fehlt uns heute. Wir müssten viel alberner sein, dann würden wir alles viel leichter ertragen. Jochen Busse hat auch mal gesagt, hier in dieser Sendung, er will gar kein politisches Kabarett mehr machen, weil die Fettnäpfchen viel zu groß sind. Geht es dir ähnlich? Genau so ist es, ja. Vor allen Dingen, man kann ja keins mehr machen, weil das politische Kabarett findet ja momentan in der Regierung statt, in allen. Also da geht auch nichts mehr drüber. Man muss nur mal unsere Verteidigungsministerin angucken, dann weiß man Bescheid. Also du denkst, Realsatire ist genug? Ja, allerdings, ja. Wie wäre es mit dem Heinz-Erhardt-Programm? Hast du sowas mal gemacht? Oder nein. Oder ist er nicht kopierbar? Ich finde ihn nicht kopierbar. Ich kenne so viele Menschen, die ihn machen. Teilweise sind sie gut, teilweise sind sie nicht so gut. Das ist auch alles schön und gut, aber man sollte etwas, was wirklich einmalig war, nicht kopieren. Deswegen Aufguss im Kammertheater. Ich freue mich, eine Ausgabe spielen zu können mit einem Mann, der selbst, wie ich finde, die witzigsten Quizfragen überhaupt stellt. Hier ist die Promi-Ausgabe von Stadt, Land, Quatsch. Und Hugo, wir haben festgestellt, es ist ein Phänomen, wir müssten ein Programm drüber schreiben, warum alle Menschen Tassen verlosen. Du hast schon viele zu Hause. Ich habe viele zu Hause, ja. Man kriegt immer eine Tasse. Vielleicht sollte man das mal ändern, vielleicht auch mal einen Löffel mal geben zum Schluss oder mal einen Teller oder so. Ich habe schon so viele Tassen zu Hause, aber ist ja ganz gut. Wir geben das weiter, der neue Wellenlöffel demnächst zu gewinnen. Der neue Löffel. In der Martin-Wacker-Show. Da kann man immer sagen, ich möchte meinen Löffel abgeben. Das ist ein sehr guter Gedanke, ich werde das aufnehmen. Wir haben einen Buchstaben für dich rausgesucht, der sehr einfach ist. Es ist das Y. K. Bitte? Das K. Das K ist fein, ja. Wunderbar. Und wir starten mit der Stadt. Gut, der Stadt Konstanz. Ein Land. Ein Land, Kurdistan. Eine Automarke. Eine Automarke? Ja. Mit K, eine Automarke. Kia. Ein Gemüse. Karotte. Etwas, was fliegen kann. Ein Kuckuck. Ein Tier. Ein Kuckuck. In der Kneipe. In der Kneipe? Ja. In der Kneipe mit K? Ja, was man in Düsseldorf nicht trinkt. Ach so, Kölsch, natürlich. Ja, genau. Und was klebt an den Möbeln? Was klebt an den Möbeln? Der auch ein Kuckuck. Ich hab den Fäust ja leicht mal. Aber es waren nicht schon genug richtige Antworten. 6 richtige, 5 feste gebraucht. Das ist deine 322. Tasse. Gott sei Dank, ich bin froh. Aber keine ist bisher so schön. Aber eine rote hatte ich noch nicht, gebe ich zu. Ich überlege, ob wir jetzt noch geschwind einen Löffel herstellen. Aber muss ich meine Chefredaktion abfragen. Ja, wäre gut. Dem Sprung von der kleinen Kabarettbühne ins große Fernsehen zu verschiedenen TV-Formaten. Was mir dabei aufgefallen ist, du hast es immer weiterentwickelt und hast vor allem anderen immer eine Bühne bereitet. Wie gehst du um mit so Titeln wie Godfather auf Comedy? Ja, das ist Blödsinn. Also, ich nehme ihn wieder zurück. Ja, kann man machen, hat Matthias Alberti mal gesagt früher. Das alles, finde ich alles nett und so, aber so ist es ja nicht. Ich meine, Thomas Hermanns war ja noch früher als ich mit seinem Quatsch-Comedy-Club. Ich hatte nur das große Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Leuten zu sein. Und das war damals mal, als wir Samstagnacht anfingen, die große RTL-Zeit, wo wir eine große Spielwiese hatten und machen konnten, was wir wollten. Geht heute übrigens nicht mehr, aber damals ging es noch und das war ein großes Glück. Und wir haben auch viel gearbeitet, gebe ich zu, aber man hatte halt das Glück, diese Leute zu finden und auch noch andere Leute dann zu entdecken. Und das war schön, das hat Spaß gemacht. Lebte auch viel von Parodie. Manche Parodien werden, glaube ich, heute auch nicht mehr möglich.
einige nicht mehr. Heute wäre vieles nicht mehr möglich, weil man immer aufpassen muss, ob man jemand irgendwo auf den Schlips tritt. Mhm. Und da sich heute fast jeder auf den Schlips getreten fühlt, ist das ganz schwierig, eine Parodie zu machen. Aber es funktioniert ja heute auch noch. Max Giermann macht es, Jörg Knörr macht es immer noch. Das klappt alles noch. Und du hast mit tollen Leuten zusammengearbeitet. Ich will noch mal eingehen auf das Thema Samstagnacht und einen, der damals schon dabei war und dich später auch bei sich eingebaut hat, Bastian Pastewka. Der hat dir mal die eigene Beerdigung beschert. Ja. Ich habe mir das gestern noch mal angeschaut. Hast du auch noch mal reingeschaut und wie hast du es aufgenommen? Nee, ich habe nicht mehr reingeschaut, aber ich kann mich gut erinnern. Mich rief vorher der Autor an, der Chris Gelenecki, den ich auch schon lange kannte. Der rief mich vorher an und sagte, pass mal auf, hättest du was dagegen, wenn du mit deiner Beerdigung inszenieren in einer Pastewka vor? Ich sagte, nee, mach mal, ist lustig. Und so ist das dann entstanden. Das hat, also ich meine, überhaupt die ganze Dreherei mit Bastian, das war so ein großer Spaß. Diese ganze Crew, das war, wir hatten so einen Spaß bei den Dreharbeiten, dass das habe ich also so in der Form noch nie erlebt. Und als wir diese Folge gedreht haben, da war natürlich das Lachen groß. Ist er nicht ein Ausnahmetalent, der diese Serie viel zu früh beendet hat? Ja, man darf nicht vergessen, das lief 15 Jahre fast. Mhm. Also der Bastian hat auch irgendwann gesagt, es reicht jetzt. Weil irgendwann ist ja auch Schluss, was will man denn noch alles erzählen? Und ich finde, er hat es genau richtig gemacht. Natürlich ist es schade, aber ich finde, er hat es richtig gemacht, dass er dann sagt, es ist Schluss. Man soll immer abtreten, wenn es am schönsten ist. Das ist schon ein alter Spruch, aber der stimmt manchmal. Gibt es sowas wie einen Lieblingskollegen? Wäre das Bastian Pastewka? Bastian ist einer meiner Lieblingskollegen. Mhm. Da gibt es mehrere. Ja. Mhm. Kommen wir vom Fernsehen wieder zurück auf die Bühne. Ich will noch ein bisschen was über Aufguss hören. Was erwartet uns da? Was erwartet uns da? Ja, dieses ganze Stück besteht im Prinzip aus einem Wort. Es geht um das Wort Spende. Um nichts anderes. Und zwar einmal um das Wort Geldspende und einmal um das Wort Samenspende. Mhm. Und die Leute, die dort auf der Bühne stehen, unter anderem ich, reden permanent aneinander vorbei. Die Einzigen, die alles wissen, ist das Publikum. Und da kann man sich vorstellen, wenn dann so ein Satz fällt von einer Dame, die eine Geldspende haben will, zu einem Herrn, der für eine Samenspende gekommen ist, wenn die dann zu ihm sagt, Hauptsache die Büchse wird voll, kann man sich vorstellen, was da unten los ist. Und ja, so geht das 2 Stunden lang, ohne dass ein böses Wort fällt. Mhm. Es fällt kein böses Wort, es findet alles nur in den Köpfen der Zuschauer statt. Und das ist natürlich genial geschrieben von Heinersdorf und das machen wir jetzt noch bis zum 23. Und wir erleben den Meister des Hauses auch mit auf der Bühne. Ja. Wie macht sich denn Bernd Gnann? Bernd Gnann ist großartig. Mhm. Also der Max Klaus, der es vorher gespielt hat, der konnte nicht zu dieser Zeit. Und da kam Heinersdorf, der das Stück auch geschrieben hat und der auch mitspielt und das Stück inszeniert hat, auf die Idee, Bernd Gnann zu fragen. Und Bernd hat gesagt, ja, hoi, hoi, mach ich, ja, hoi. Und er spricht auch Schwäbisch. Er spricht auch Schwäbisch, ja. Und schon bei den Proben haben wir uns weggebrüllt. Das ist schon, also das ist großartig. Also 2 Stunden den Bühnenpartner nicht verstehen. Das hat auch er spricht es so, dass man es versteht. Also, außerdem, ich kenne ja den Text. Also, okay. Hugo Egon Balders hat mich sehr gefreut, dass es mich geklappt auch hat. Freue mich auch auf den Aufguss und die unterschiedlichen Büchsen auf der Bühne. Ja. Alles Gute. Dankeschön. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Nächste Woche wollen wir uns ein bisschen um einen kümmern, der auch im TV schon so einer kleinen Legende geworden ist, zumindest bei Promi Big Brother. Denn er hat gegen alle Erwartungen das Format gewonnen. Bei mir dann Rainer Gottwald. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Ciao.